Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 3. Wir haben gestreamt und ich möchte mal ganz kurz zeigen, was wir da Wunderbares gemacht haben. Und zwar habe ich hier, ich glaube, das hatten wir schon. Und ich habe hier quasi einen zweiten Altar gemacht, der sogar noch ein kleines bisschen besser ist. Der zeigt jetzt hier falsche Werte an. Ich kann den mal kurz aktualisieren. Hier 2,53 Gain per Cycle. Das ist schon ziemlich nice. Da können wir coole Sachen machen. Ist auch ein kleines bisschen anders gestaltet. Hier oben nicht unbedingt, aber hier unten. Aber eine Menge Deko fehlt noch. Und ich habe hier schon mal so potenzielle Höhlenwege vorgezeichnet. Das soll da lang gehen, das hier lang. Dann hier vorne ist noch eine Höhle. Genau, Joe hat hier schon mal hier eine Höhle vorgemacht. Eieiei, hier ist alles. Wartet mal. Hier muss man mal kurz ausleuchten. Schon mal eine Höhle, wie sie denn später aussehen könnte, gebaut. Das ist ziemlich cool geworden. So, und zwar so. Ja, also das hier ist dann so das Grunddesign, das ich dann auch ganz gerne für die Höhlen wollen würde, weil das ist echt cool. Und das können wir dann noch ein bisschen taumcraftisieren. Das heißt, wenn dann alles erstmal so ist, können wir noch so Kerzen hinstellen und so ein Nitor, der irgendwo leuchtet. Hier und da ein paar Taumiumblöcke in die Ecke, ein paar dunklere Steine und so. Ne? Alles Mögliche machen, damit es halt mehr nach Taumcraft aussieht. Aber, oh, ist eine nice Sache. Ah, okay, hat sogar Wasser drauf gemacht, damit es tropft. Ah ja. Das ist cool. So. So, ich leuchte erstmal alles aus, damit hier die Viecher nicht spawnen. Aber das ist, denke ich mal, ein ganz nicer Weg. Und so können wir das machen. Genau, hier ist das. Und hier drüben, hier ist unser, ich nenne es jetzt mal Tanklager. Hier habe ich den Bereich für die ganzen Dinger gebaut. Wie heißen sie nochmal? Ich habe es vergessen. Die Essentia-Gläser. Und zwar sieht das aktuell so aus. Es ist noch nicht fertig. Hier drin leuchte ich auch noch nicht aus, weil ja, wir bauen das hier erst fertig. Und folgendermaßen. Wir haben, also erstmal ist nur so das Grundkonstrukt und wir werden hier natürlich dann später noch mehr Optik machen. Aber erstmal das Grundkonstrukt ist einmal hier dieser Bereich in der Mitte. Hier sind zwei Spiegel, die genau 8 Blöcke voneinander entfernt sind, weil die Reichweite von dem Spiegel 8 ist. Das heißt, beide Spiegel können hier auf alle Gläser zugreifen. Ich hoffe auch auf die äußeren. Ich weiß nicht, ob das kugelförmig ist oder ob das 8. Und dann, na, müssen wir testen. Ansonsten, falls es geht, dann könnte ich hier auf alle Gläser zugreifen. Und hier drüben, hier kommt die Produktion hin für Essentia. Und ich habe mittlerweile endlich diese Dinger hier kapiert. Und wie das und das und der ganze, das ganze Gedönse funktioniert. Und dementsprechend pumpen wir mit dieser Pipe das hier rüber. Dieser Blasebalg sorgt quasi für eine Saugleistung hier in diesem Rohr von 31, insgesamt 32. Das ist schon das zweite Rohr. Und hier in dem Rohr ist 15, weil das ist die Saugleistung von da vorne. Und durch diesen blauen Ring da, den man dann dran machen kann, quasi per Rechtsklick sozusagen, saugt der hier nicht mehr weiter, weil sonst würde der die Essentia von hier und von hier einsaugen. Und das soll er ja nicht. Er soll es nur von da einsaugen und dann soll der da von hier saugen. Und genau das passiert in dem Fall. Denn hier ist noch so ein Blasebalg. Der saugt hier wieder mit 32, hat wieder so ein Ventil und es ist untyped. Das heißt, es saugt alle Essentia, die es gibt. Weil untyped saugt quasi alles. Und das geht dann in Debuffer. Und diese Buffer sorgen halt dafür, dass das hier untyped ist. Denn, ich mache mal das hier wieder aus, denn die Jars, die saugen nur, also in dem Fall untyped, weil hier quasi nichts drin ist. Aber sobald was drin ist, habe ich das hier irgendwo
vielleicht zur Demo, wir können hier mal einen drauf machen bei Cognito. Sobald irgendwas drin ist, saugt hier, warum denn mit 47? Also die, warum das teilweise stärker und weniger stark saugt, also warum die jetzt hier zum Beispiel mit 32 saugen und warum der jetzt, oder liegt das daran, dass Voidjars stärker saugen? Oder das gelabelte stärker? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hier saugt nur Cognito, wie man sieht. Na, also das hat Suction 47, aber nur für Cognito. Und dementsprechend kommen hier oben überall so Buffer hin, die mit Untyped saugen. Und zwar immer nur, also wenn kein Blasebalg da ist, immer nur mit 1. Das heißt, dieser Blasebalg sorgt dafür, dass das aus dem hier reingesaugt wird. Weil der ja eine stärkere Saugleistung hat. Somit haben wir hier noch eine Saugleistung von 26. Und diese Buffer saugen immer nur mit 1. Das heißt, die saugen das ohne Blasebalg immer nur von ihrem direkten Nachbarn rüber. Und somit saugen die das hier komplett durch. Und hier unten, hier sind aber die mit einer stärkeren Saugleistung und zwar später dann nicht untyped, sondern halt typed. Und dementsprechend saugen die Gläser, weil in dem Fall ist es anders als normal, man pumpt das nicht rein, sondern die Gläser saugen die Gläser hier aus dem Buffer immer das raus, was sie brauchen. Also wenn jetzt hier zum Beispiel Cognito drin ist und hier geht Cognito durch, geht das erst hier rein, aber der saugt was anderes, das heißt, es geht hier rein, hier ist Cognito, zack, wird da reingesaugt und so weiter. Und so haben wir eine automatische Befüllung dieses Lagers und über die Spiegel das Entfüllen sozusagen, das läuft dann nicht über Rohre, sondern halt quasi über Advanced Essential Transport. Und wenn dann hier alles voll ist, alle Gläser voll sind oder ein spezieller Essentia voll ist, dann geht das hier in dieses Lager hinten und das nochmal für jeden Essentia-Type, den es gibt, ist hier eine Voidjar, das sind normale, das sind Voidjars und die werden dann auch noch gefüllt für den manuellen Gebrauch und wenn dann noch mehr kommt, dann ist es tatsächlich so, dass die das dann voiden. Ne? Und so ist das Lager quasi konzipiert. Ja, ich habe endlich verstanden, wie der Bums funktioniert. Also danke für die Tipps, dass ich das bei Flaschenzucker-LP nachschauen konnte. Der macht leider keine Videos mehr, aber das war ein sehr hilfreiches altes Video. Ist voll nice. So. Genau, ich packe hier mal ein bisschen Zeug weg, denn das werden wir jetzt nicht brauchen. Die Brille hier auch nicht. Goggles of Revealing, zack. Und dann setzen wir den Helm auf. So, unser Creeper Charm ist leider bald kaputt. Apropos Creeper Charm, ich möchte auch noch eine Creeper Charm Fabrik bauen, die, wer hätte es gedacht, vollautomatisch Creeper Charms herstellt, indem wir Creeper spawnen und killen und dann Creeper Charms machen. Nice. Genau, aber hier denke ich mal, machen wir im Stream weiter. Was wir auch noch brauchen, ist unsere Essensfabrik. Ja, dieses Hotel hier von Joe, das sieht auch wild aus. Da bin ich froh, dass er den Durchblick hat. Und zwar, wir haben ja genau. Hier mal angefangen oder wollten mal anfangen mit einer Nahrungsproduktion. Dafür haben wir ja die ganzen Farmen gebaut, die zum Beispiel hier schon 8000 Bananas gefarmt haben. Nice. Und dann können wir hier mal anfangen, das alles zu verarbeiten. So, und dafür brauchen wir Crafter. Und ich würde, wisst ihr was? Ich automatisiere mal Tier 3 Crafter und wir nehmen einfach grundsätzlich nur noch Tier 3 Crafter, auch wenn es nur ein Rezept ist, aus Gründen der Einfachheit. Crafter. Okay, nicht mal die Tier 1 sind automatisiert. So, Crafter. Tier 1. Zack. Ah, okay, noch nicht mal die Maschinen Frames sind automatisiert. Das ist natürlich belastend. So. Machine Frames, dann Crafter Tier 1. Zack. Ja, das ist schon in Ordnung. Also, achso, nee, ist jetzt Prevention, aber ist in Ordnung.
dann Crafted hier 2. Wird mit einem Crafted hier 1 gemacht. Okay, sieht auch gut aus. So, den brauchen wir einmal für den Crafted hier 3. Zack. So, und jetzt brauchen wir ein paar Molecular Assembler. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach die ersten hier, oder? Wir haben hier, glaube ich, noch Luft. Ja, komm. So, alle untereinander, damit die auch parallel arbeiten können. So, und wenn wir jetzt Crafter brauchen, Crafted hier 3, sagen wir mal 32 Stück, dann sagt er kein Jungle Wood. Okay, Crafting. Neben der Bliss Rod ist der. So. Danke. 32. Genau, jetzt nimmt er nämlich jedes beliebige Wood. Zack, halt. Ja, okay. Angenehm. Angenehm, angenehm, angenehm. So. Dann holen wir uns mal einen Crafter. Oder mehrere Crafter. So. Und jetzt ist die Frage, ach ja, der hat jetzt andere, sobald man ihn einmal platziert hat, hat der andere Metadaten und dann stackt er nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn aus mit verschiedenen Essen? Wir wollten ja zum Beispiel die Pizza machen oder das oder das. Fangen wir doch mal mit der Pizza an. Die scheint erstmal am einfachsten zu sein, maybe. Dafür brauchen wir Teig. Teig wird gemacht mit Wasser, Flour und Salz. Okay, hier würde ich es grinden müssen, aber ich kann es auch einfach direkt durchcraften. Okay. Wheat. Oh, unsere Wheat Farm ist offenbar noch gar nicht aktiv. Ach ja, wir haben ja bisher nur die Bäume angeschlossen, ne? So, keep inventory, output result extern. Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, der stellt jetzt nur das her, weil wir hierfür ja Wasser brauchen. Ah, warte mal. Ah, nee, warte. Mit einer Water Pearl. Können wir quasi unendlich Wasser machen? Das ist gut. Dann machen wir hier nicht X, sondern Int. Dann wird das nämlich nicht hier, sondern hier reingepackt. Dann packen wir hier hinten noch einen Water Pearl hin. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug. Und zwar unter anderem die Mixing Bowl. Mixing Bowl. So, das ist auch ein Infinite Werkzeug. Ich mache die Werkzeuge einfach hier hinten dran. Ich glaube, das ist ganz gut. Wobei, vielleicht macht das von alleine dann gleich da vorne hin, dann ist es halt so. Und Salz muss noch rein. Wheat und Salz. Salt. Okay, Salz haben wir. Wheat. So, jetzt müssen wir das ein bisschen einstellen. So. Ich würde sagen, das hier kann alles Wheat. Dann kann das hier Salz. Und dann kann das hier Flour. Und damit haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen, oder?
Remember the current items. Und dann gehen wir hier rein. Teig. Hier nehmen wir die Infinite Water Source. Die Mixed Team Goal haben wir schon. Keep am besten. Dann lässt er immer mindestens einen da. Und es soll dann den externen... XC, genau. XC. Das bedeutet, dass die Crafting-Items, die man dafür braucht, das sind die hier, die stayen und das Ergebnis, das geht hier raus. Zack, apply. So, und diese Konfiguration sorgt jetzt dafür, dass aus diesen Materialien hoffentlich Teig wird. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das am besten aufbauen. Ich glaube auch, dass das platztechnisch da wahrscheinlich eher eine ungünstige Position war. Machen wir das mal besser hier so hin. Nicht so. Hier so hin. Genau, Config und alles bleibt ja. Dann müssen wir die zwar auch noch abreißen, aber... Ja, ich habe übrigens endlich mein Staff of Power ein bisschen langsamer gestellt. So. Okay. Dann Energy... Conduit. Ender Energy Conduit. Okay, haben wir tatsächlich nicht mehr. Binder. Schon witzig, dass wir die immer noch nicht automatisiert haben, aber passt schon. Gut, hier kommt eh noch eine Decke rein. Ach ja, und wir sind hier eh außerhalb. Ja, okay, alles gut. So. Ist hier irgendwie eine Energiequelle? Ne, hier ist nur die Abfallanlage, ne? Hier wären halt Energiequellen, aber das ist zu weit weg. Gut, ich glaube, das rechtfertigt einen Entangloporteur. So, da können wir mal hier ins 3 machen. Da ist noch nicht so viel drauf. Da können wir später alles schön mit Fassaden machen. So, er bekommt Energie. Sehr gut. Aber er hat noch nichts hergestellt. Warum? Ach so, weil wegen Keep. Keep er das wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Er keept quasi in jedem Ding das. Ah, das ist gut. Das ist gut. Okay, das ist jetzt wieder komisch. Warum macht der jetzt Salt Mechanism, Natura? Ah, okay, das ist mit dem falschen. Nee, jetzt haben wir das. Hä? Ist es wegen Keep? Es ist wegen Keep. Okay, wir dürfen hier nicht Keep machen, wenn wir Infinite Geschichten benutzen. Aber dafür haben wir ja dann sozusagen glücklicherweise hier über diese Remember-Funktion das eingestellt. Ja gut, aber dann können wir das hier auch auf All machen, weil dann ist auch egal. So, dann machen wir das hier überall auf All, weil wir haben sie remembered. So, und dann haben wir hier eine automatische Teigproduktion schon mal. Das ist so weit, so gut. Irgendwo hier Interface. Irgendwo hier werden wir die Interfaces hinmachen müssen. Ich würde die mal jetzt mal ohne, also um ein bisschen ans Design zu denken, aber noch nichts zu machen, hier hinmachen. Und ein Item Conduit. Ja, von hinten kann das ME-Kabel kommen, nach unten kann
theoretisch dann das Conduit. So. So, insert, also extract irgendwas, aber insert, da machen wir erstmal gelb für Weed. Unter anderem. Ja, wir müssen verschiedene Interfaces dann. Ah, es wird noch schwierig. Das wird noch schwierig. Wie wir das auch gerecht aufteilen. Also das hier müsste extract yellow round robin always active sein. Und hier müsste dann weed. Oh. Oh, alles verballert. Und salt drin sein. Insofern wir Salt nicht vielleicht anders herstellen. Aber dann hätten wir natürlich auch wieder die Problematik, wobei, das könnten wir auch dann auf den Kanal packen, ne? Ja, das wird nicht ganz ohne. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unsere, ey. Wo unsere, Kollegen sind. Ne, wo unser Weed ist. Einfach nur wegen der Level. So, gehen wir mal zur, ja, Old Base, was ja eigentlich unser Gewächshaus ist mittlerweile. Ich weiß noch nicht, wann wir den Unfall hier endlich abreißen. Es liegt mir eigentlich schon auf dem Finger, aber mal gucken. So, irgendwo hier wird es doch hergestellt. Genau, da ist es auch schon angebaut. Ah, okay, wir haben hier noch größere Probleme als erwartet. Plant Interactor. Das heißt, hier muss einer hin. Und da muss einer hin. Interactor, Plant Interactor. Nehmen wir das Rezept, das am billigsten. Und es fehlen natürlich die Haus und Golden Gears. So. Ja, unser ME-System ist langsam schon ein bisschen angespannt, ne? Aber ist ja klar. Das ist gigantisch. Aluminium-Fans. So, einer da. Somit ist das Ding hier ordentlich gesichert. Kann keiner rein. Okay. Dann brauchen wir noch Range Add-on. Und zwar plus 6, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Natürlich ist Bronze wieder super teuer. Plus 6 und auch plus 6. Plus 6. Plus 6. Okay, dann brauchen wir eine Energieverteilung. Dann haben wir hier drüben ja diesen Energy Crystal. Diesen Wireless Energy Crystal, aber ich weiß halt nicht, ne? Ich weiß halt nicht. Ist das eine gute Idee? Wireless Energy Crystals. Also kann man schon machen. Wireless Energy Crystal. Aber wir müssten deutlich mehr machen können. Ne? Das ist Voraussetzung natürlich. Draconic Cores. Machen wir mal ein Stack. Ja gut, aber die normalen billigen, die sind auch nicht so schlimm. So, Wireless Energy Crystal. Ne? Uns reichen ja die hier.
So, Enderaugen. Particle Generator. Okay, Blaze Powder erstmal. Und dann obendrauf nochmal Blaze Rods. So. Wireless Energy Crystal. Ah ne, genau. Eye of Ender noch ein Stack. So, und jetzt. So, jetzt haben wir hier 7 Stück noch. Also das hier kommt natürlich weg, das ist häselig. Aber dann machen wir das einfach so, dass hier immer links und rechts jeweils einer von diesen Crystals ist. Oder man macht den ein tiefer. Ja, ein tiefer sieht aber wirklich nicht gut aus. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn der da ist. Okay. Na, achso. Zu viel Ramsch hier im Weg. Dann ist das hier Mitte. Mitte. Und Mitte. So. Crystal Binder. Na, 2 einfach nur, damit symmetrisch ist. Hier in die Mitte geht ja nicht, weil das eine Zweier Mitte ist. Ja, wie gesagt, das kommt zwar noch weg, aber erstmal erfüllt den Zweck. Sehr schön. Dann können wir hier Energie hinleiten. Und von dem hier können wir hier Energie hinleiten. Und die bauen dann hier wunderschön alles ab. Theoretisch. Hier drin müssen wir vielleicht... Ich weiß immer noch nicht, ob das mit Sludge jetzt immer noch so ist oder nicht. Ne? So. Ich nehme mal hier den da. Der ist ja dafür optimiert. Den habe ich auf schnell gestellt. Naja, genau. Bisschen aufpassen müssen wir. Bisschen aufpassen. Genau, die Energy Conduits brauchen wir hier nicht, sondern wir nehmen hier Item Conduits. Wir bauen hier das Netzwerk quasi aus. So. Dann. Oder bauen wir es noch tiefer, damit wir keine Fassaden brauchen? Na, ich glaube, wir bauen es vielleicht doch noch tiefer, damit wir keine Fassaden brauchen. Ah, genau, hier haben wir es auch tiefer. Naja, okay, machen wir das so. Oh. Diese schlägt. So.
Nein, Energie leer. Nein. Hier ist irgendwo ein Wireless Charger, oder? Nee, hier war mal ein Wireless Charger. Nein. Habe ich hier irgendwas, das Energie auflädt? Warte mal, ich setze hier mal kurz einen Wireless Charger hin. Ich brauche hier meinen Bogen nicht so oft. Was das mit Bogen zu tun hat? Ja, mein Bogen backt leider in der Nähe von einem Wireless Charger immer mal rum. Hier. Ganz weird. Sobald ich außer Reichweite bin, funktioniert er wieder. So. In einem Speedy Mode. Das ist das schon, ne? Wild. So. La 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 la. So, dann hauen wir das hier unten rein. So, und damit connectet das hier dran. Und irgendwo hier haben wir doch dann auch in der Fluid Conduit. Ah, okay, ich habe das hier schon mit abgesaugt, die Sludge. Ah, okay, okay. Ja gut, das funktioniert jetzt hier ein bisschen anders, ne? Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt einen Kanal, der einfach nur direkt importiert. Aber an dieser Stelle, ich sehe gerade, wir sind schon, haben schon wieder maximal überzogen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir im Livestream weiter oder in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.